Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Lehrgang hier im Bausimulator 3 auf der PlayStation 4. Wir wollen uns heute mal die Kaltfräse anschauen, die für Straßenbauarbeiten benötigt wird, um alten, runzligen Asphalt abzutragen. Und ich würde sagen, wir kloppen hier direkt mal rein. Und welche nehmen wir uns da? WM 2000... Es ist eigentlich egal. Ich nehme jetzt einfach mal hier die goldene Mitte. Asphaltfräsen, gar kein Problem. Möchtest du den Lehrgang starten? Ja, natürlich. Sonst sehen wir hier nichts. Ah, die Asphaltfräse. Diese gehört zur Grundausstattung, wenn du viele Straßensanierungsaufträge annimmst. Die wäre echt eine Investition wert. Die Straßensanierungsaufträge sind sehr lukrativ. Gut beobachtet. Dann lass uns beginnen. So. Wir haben hier die Straßenkaltfräse. So sieht das ganze Gerät aus. Ist diesmal von der Firma Würtgen. So. Und da das ein Kettenfahrzeug ist, ist es auch hier, ne, links, rechts wieder. Ne, hier ist es nicht. Hier ist es nur mit R2 Gas geben nach vorne. L2 nach hinten. Ups. Und Orbitkamera einstellen. Also fahren wir einmal nach vorne. Hier drüber zu fahren ist irgendwie immer struggelig. Das löst so ein leichtes Verbacken aus. Aber gut, was soll's. So, sehr gut. Nun benötigen wir noch einen Muldenkipper, der den abgefressenen Asphalt, den die Kaltfräse ausluft, transportiert. Für den Lehrgang platziere ich den Muldenkipper für dich. Naja, nutze R, um den Abförderer der Fräse nach links oder rechts zu bewegen. Richte den Abförderer jetzt nach links aus. So. Nutze R, ne? Wenn man links drückt, ist das natürlich schlecht. Ein Kollege wird den Muldenkipper steuern und neben der Kaltfräse herfahren. Aktiviere die Konstruktionsview und wähle die Hilfsarbeiterfunktion über das Kontextmenü des Muldenkippers aus. Du musst dafür das Fahrzeug nicht verlassen. Das ist eine ganz nice Geschichte, weil ihr braucht den LKW nicht selber zu fahren. Ihr könnt über Dreieck dann auf den Muldenkipper hier und dann geht ihr hier auf Viereck und dann habt ihr hier unten Helfer aktivieren. So. Und der steuert dann den LKW. So, jetzt drücke um das Viereck, um das Kontextmenü der Kaltfräse zu öffnen. Okay, ist ja gar kein Problem. Seht ihr, jetzt fährt er von alleine schon vor. So, und jetzt müsst ihr hier die Fräse aktivieren. Zack. Da hört ihr dann auch schon, wie das Gerät am Arbeiten ist. Und jetzt eigentlich nur ganz easy nach vorne fahren. So. Und da wird das ganze Gemüse ausgeworfen. Also auch hier kein Hexenwerk. Ich will hier auch nichts kippen, also. Ich meine, der fährt ein bisschen komisch, aber naja, gut, okay. Gute Arbeit. Wende nun das Fahrzeug und fräse eine weitere Spur genau neben der ersten. Kein Problem, das sollten wir doch hinkriegen. So, dann machen wir die Fräse erstmal ausführen. Was sage dem Hilfsarbeiter? Jetzt habe ich nicht gelesen, was er da gesagt hat. Da nochmal in den Konstruktionsboom mit Dreieck. Dann den Meiler auswählen, Viereck drücken und den Helfer deaktivieren. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was ich dem sagen sollte, weil ich zu schnell gedrückt habe aus Versehen. Aber das kriegen wir schon hin. So, warte mal, wir stellen uns jetzt hier mal ordentlich hin. So. Dann müssen wir halt hier rüber schwenken, so. Und, ne, halt, dann müssen wir dem Tuppes hier sagen, komm mal her. Jetzt kommt er irgendwie auf sein Leben nicht klar, oder was? Echt jetzt? Was macht denn er da? Tu mal her. Fahren wir den mal eben schnell selber darüber. Das geht meistens schneller, weil das Problem ist, jetzt stehe ich ihm quasi im Weg. Jetzt will er da nicht. So,
Fall stehen davor. Zack. So. Jetzt gehe ich wieder in meine Maschine rein. Alt Dreieck. Meiler Kipper. Und jetzt den Tupus wieder aktivieren. Und jetzt wieder die Fräse anschmeißen. Die Fräse an. Jetzt ist er an. Und dann fahren wir hier wieder schön neben dem her. Also wie ihr seht, ne, funktioniert echt easy. Ich will ja hier auch nichts kippen, ich will ja nur gucken. So, dann hier auch schön wieder eine Spur fahren. Und zack, schon ist die Aufgabe abgeschlossen. Macht den Bereich frei. Jupp, kein Problem. Mach die Fräse mal aus, lassen wir mal dahin. So, er fährt jetzt. Was soll ich wohin? Warte mal, wir werden den erstmal hier deaktivieren. Oh, da ist eine Münze. Kann ich die Münze? Ne, kann ich nicht. So, den werden wir mal aktivieren, damit er hier keinen Hermann macht. So, zack. Das Abtransportieren von altem Asphalt bringt dir übrigens ein hübsches Sümmchen ein, wenn du ihn im Kieswerk abgibst. Also sollte ich den Helfer so oft wie möglich verwenden? Ja, Verbrauchsgüter wie Asphalt kosten zwar nicht die Welt, aber das Geld könnte auch in deinem Fuhrpark fließen. Danke für die Ratschläge. So, jetzt muss ich aber zurück zum Firmengelände. Tada! Und auch diesen Auftrag haben wir abgeschlossen. Ganz problemlos. Ja, das nächste wäre dann asphaltieren und verdichten. Das werden wir dann in der nächsten Let's Plays wollte ich schon machen, in den nächsten Lehrgängen machen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Also ich denke mal, auch hier wieder kein Problem. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat der Lehrgang gefallen. Gerne kommentieren, natürlich auch gerne bewerten oder ich bitte drum. Und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo dalassen, wenn ihr dabei bleiben wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Lehrgang oder in einem Let's Play wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.